Also stolz auf die Mannschaft bin ich ganz, ganz dolle. Die sind durchmarschiert vom ersten Spiel bis zum letzten, haben immer Spaß und Freude am Spiel gehabt und haben einfach ihr Ding durchgezogen. Also man hat den Spaß in den Augen von den Kindern gesehen, das war das Wichtigste. Also ich bin vollauf zufrieden, dass wir heute nach zwei ersten Plätzen, die wir belegt haben, nochmal dabei sein durften, nochmal ins Finale gekommen sind. Das ist ja auch keine Garantie. Und wenn man dann gegen so einen starken Gegner verliert und so einen tollen Kampf liefert, dann muss man sich nicht verstecken, Zweiter geworden zu sein. Also das war eine super Leistung der Mannschaft. Der Gegner hat zwei Ausfallspielerinnen in seinen Reihen und es war uns klar, dass die schwer zu stoppen sein werden. Und die haben alle 5 Tore gemacht. Ne? Das Turnier hat für uns die Bedeutung, dass wir eben einfach mal dran teilnehmen, die Kinder so eine Turnieratmosphäre mitkriegen und ansonsten ja, dabei sein ist alles. Naja, insgesamt ist das eine wahnsinnige Veranstaltung. Ja. Also ich sag mal so, das ist ja praktisch die Berliner Hallenmeisterschaft, die da ausgetragen wird für Mädchen oder auch Jungs einer Altersklasse, die sonst so eine Wettkämpfe noch gar nicht bestreiten. Das ist ein Riesenerlebnis, in so einer Halle zu spielen vor Zuschauerzahlen, die mancher Fußballer sein ganzes Leben lang nicht hat. Ne? Also das ist ein einmaliges Erlebnis, dabei sein zu dürfen und wir sind auch motiviert, das im nächsten Jahr nochmal zu schaffen, wieder dabei zu sein.